So, hallo und herzlich willkommen. Ich habe mich jetzt mal entschlossen, ein bisschen Mirror's Edge zu spielen, da jetzt die Nummer 2 angekündigt wurde und ich da nochmal gerne die 1 spielen möchte. Die 1 habe ich das letzte Mal vor 4-5 Jahren gespielt in etwa. Hab vorher nur mal ganz kurz reingeschaut. Und würde sagen, wir fangen auch gleich an. Ich werde die Stories hier laufen lassen, da könnt ihr euch das ein bisschen mit angucken. Diese Stadt vor Energie. Dreckig und gefährlich, aber lebendig und wundervoll. Jetzt ist sie völlig anders. Anfangs kamen die Veränderungen langsam. Die meisten bemerkten sie einfach nicht oder sie akzeptierten sie. Sie wählten ein bequemes Leben. Einige nicht. Und die, die sich nicht anpassen wollten, wurden an den Rand gedrängt. Kriminalisiert. Sie wurden unsere Kunden. Wir nennen uns Runner. Wir existieren auf dem schmalen Grat zwischen Glanz und Realität. Dem Rand des Spiegels. Wir machen keinen Ärger, bleiben unsichtbar und die Cops lassen uns in Ruhe. Runner sehen diese Stadt anders. Wir erkennen den Fluss. Dächer werden zu Wegen und Verbindungen, Möglichkeiten und Fluchtwegen. Dieser Fluss lässt uns weiterlaufen. Er hält uns am Leben. So, Zeit damit. Fürs Training, Faith. Ja, Okay. ich weiß, du hast es, aber der Sturz hat dich eine Weile außer Gefecht gesetzt. Und jetzt, wo du zurück bist, musst du topfit sein. Sieh dir das neue Trainingsgelände an. Schick, oder? Celeste ist gerade unterwegs, also schließ dich hier an und lass dich mitziehen, okay? So, jetzt darf ich aber. Habt ihr bestimmt schon ein bisschen gemerkt, was das in etwa ist? Das ist halt so ein Running-Spiel. Ja. Man muss halt einfach von A nach B kommen. Diese roten Punkte geben einem ungefähr den Weg, an dem man laufen sollte. Das war jetzt natürlich die falsche Taste. Das wird dann auch immer schwerer und erzählt eigentlich eine ganz coole Geschichte. Also ich habe es damals gern gespielt. Und man bekommt dann auch Momentum. Jetzt lasse ich die erstmal kurz reden. Hi Faith, willkommen zurück. Hallo. Dass wir uns so schnell wiedersehen. Naja, ich habe mich beeilt. Nach 4 Jahren. Mal wieder. Ja, man bekommt Momentum, man läuft also immer schneller, je länger man durchweg läuft, ohne irgendwie anzuhalten oder so. Und jetzt werden hier im Tutorial, was es gerade ist, erstmal die ganzen Schritte erklärt. Ja, natürlich. Was man denn alles machen kann, um vorwärts zu kommen. Und ich werde euch jetzt hier durchbringen. So wie es geht, ist man natürlich ganz perfekt. Jetzt. Das stimmt sowas. Ja. Erstmal wieder reinkommen. Ja, ich habe das jetzt eigentlich auch nur angefangen wegen Mirror's Edge 2, da bin ich halt wirklich mal gespannt, weil die 1 war super gut, wenn die 2 noch eine erweiterte Steuerung und solche Sachen hat. Bin ich ja echt gespannt, was sie da draus machen. Aus wird hammergeil, davon gehe ich aus. Neue Bewegungsmuster, beste Grafik, neue Karten. Coole Story. Auf YouTube gibt es dazu auch wirklich richtig Videos, also so wie schnell man eine bestimmte Karte abschließen kann. Und da gibt es dann auch tolle Tipps, falls man das selber machen will, wo man auch abkürzen kann. Also auch wenn man das Spiel durchgespielt hat, hat man eigentlich noch eine Weile Spaß, um einfach noch Millisekunden bei den jeweiligen Karten rauszukitzeln, keine Fehler zu machen. Das hat mich zum Schluss schon nach ein paar Stunden motiviert, aber dann war auch irgendwann Schluss. Also ist kein Spiel, was man 40 Stunden spielen kann. Weil es ist ja dann immer wieder das gleiche. Aber einmal durchspielen, danach so ein paar Karten, die einem gefallen haben, nochmal auf Speed durchzulaufen. Ist wirklich sehr cool. Kann ich empfehlen. Und worum es geht, habt ihr auch mitbekommen. Das ist halt so ein Überwachungsstaat. So wie wir den jetzt gerade haben bei uns. NSA und so. Klar. Und
gibt ja überall Kameras, diese Runner leben deswegen hier auf den Dächern. Transportieren hier Sachen und ähnliches. Aber ab und zu müssen auch Tiere runter, wie wir dann später sehen werden. Und wie das ausgeht, ja. Seht ihr ja. Es gibt auch immer mehrere Wege, so ein Level zu beenden. Also es ist nicht so, dass nur ein Weg der richtige ist, sondern man hat selber die Möglichkeit, sich Wege zu suchen. Das finde ich auch ganz cool, dass man ein bisschen kreativ sein kann und nicht einfach nur stur geradeaus läuft. Mark will, dass ich etwas Sparring mit der mache. Du kennst ihn. Sparring. Ja. Bereit? Das kann man also dir halt erstmal richtig schön verkloppen. So. Machen wir erstmal das, was man nicht machen soll. Bam. Keine Bauchmuskeln, ich sehe schon. Okay, dann machen wir das doch. Okay, Faith. Lass uns ein bisschen entwaffnen. Ja, dann machen wir das. Nur für den Fall. Ja, fast. Achso, ich soll ja eigentlich auf den Rücken zielen. Wer zielt schon auf eine Waffe beim Entwaffen? Ups, Entschuldigung. Reflex. Vergiss deine Lektion nicht. Du musst sie isolieren und deinen einzelnen Kampf ausschalten, Faith. Ja, ja. Zeitlupe, da. Und noch einen schönen Schlag auf den Kopf. Böses Mädchen. Ganz böse. Okay, genug trainiert, meine Damen. Widmen wir uns der Realität. Drake hat einen Job für dich, Sir. Meld dich bei ihm. Faith, sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, loszulegen. Ich bin bereit. Bis später, Faith. Tschüss. Bis in 4 Jahren. Das ist von der Electronic Arts. Und das Spiel heißt Mirror's Edge. Wer hätte das gedacht? Ich will springen. Die hat übrigens übelst geile Schuhe an, mit so einem Zehen dran in der Mitte. Stirb. Oh, schade. Stirb. Schade. Spring. So ein Feigling hier. Also diese Zeitlupenfunktion habe ich noch nie benutzt, außer beim Kampf. Ansonsten lohnt sich das irgendwie nicht. Also seid nicht traurig, wenn ich die nicht benutze. Ich werde sie nicht benutzen. So, und jetzt geht's für uns los. Das erste ist natürlich erstmal so eine übelst easy Karte, logisch. Die können jetzt ja nicht so ein übelst schweres Ding erstmal reinknallen. Der Rest hält sich für eine Übergabe bereit. Du musst dir die Lieferung bringen. Die erwartet dich beim Funkturm genau vor dir. Ups. Ups. Und dann hier und zack, zack, zack. Und dann wieder zwischen hoch. Ups. Und ich hatte gehofft, ich schaff's, Mist. Na gut, dann eben nicht auf die schnelle Art. Hier muss man noch ein bisschen drüber balancieren. Auch ganz einfach. Du nimmst dir hier alle Zeit der Welt und Celeste wird stinksauer. Ach, halt doch den Mund, Alter. Ich bin einmal gestorben. Ah, das war auch schlecht. So, mal gucken. Nehmen wir gleich den linken. Ja. Sehr gut. Da sparen wir uns dieses Hin- und Herspringen nämlich. Hier hoch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Der Funk läuft deinetwegen heiß, Faith. Klingt, als einer ein paar Kopf zu dir unterwegs. Die haben einen Tipp von dem Nachrichtenheli. Eigentlich wollte ich jetzt schnellstmöglich dahin, aber ja. So, dann da.
Oh, nett. Oh. Ja, nett war. Okay. Dann auf durch die Lüftungsschacht. Ja, das dachte ich mir schon. Wir sind Runner, wir nehmen also nicht die fucking Treppe. Wenn wir nicht am Geländer feststecken. Ja. Der Funk dreht durch. Da hinten ist doch noch so eine Kiste, oder? Wo siehst du? Es ist zwar schon ein Weichen her, aber dafür reicht's noch. Ich höre Schüsse und dieser Vogel ist mir ein bisschen zu neugierig. Upsala. Oh, die schießen ja auch wie die letzten. Ups, ey. Unglaublich, solche Leute. 10 Jahre in der Spezialausbildung und dann so schießen. Alter, jetzt mach doch nicht immer deine Pausentipps. Geh kacken. Und die Cops werde ich garantiert nicht hören. Die sind viel zu schlecht für mich. So, oh, einer hat sogar getroffen. Amazing. Gegner, die du nicht umgehen kannst, werden rot. Werfe ihn nicht, nein, nein, nicht das ganze Geld. Guter Wurf. In der ist runtergefallen, mir. Jetzt verpiss dich. Nein, deswegen verpiss dich doch mal. Alter. Unglaublich. Und dein Heli. Der gehört zufälligerweise uns. Und wir werden voll daneben gesprungen, aber who cares, bitches, who cares. Weiß nicht. Die haben einfach losgeballert. Keine Ahnung, was da los ist. Ich höre nicht mal um. Komm zurück zur Basis, Faith. Ging doch bis jetzt erstmal ganz gut. Das war auch schon die erste Karte, beziehungsweise das erste Kapitel. Am Anfang sind ja noch relativ kurz, also wenn man weiß, wie es geht, ist das jetzt auch kein Spiel, was man halt so ewig spielen kann, hatte ich ja schon gesagt. Aber ist trotzdem ganz lützig. Lützig. Und sie verhaut's, oder? Schade. Mich mit Pope. Robert Pope. Ich nehme seine Aussage wegen des Einbruchs auf. Letzte Woche 56 West Arlen Drive. Sagen Sie das Miller. Verstanden. Ich gebe die Nachricht weiter, Officer Connors. Danke. Connors, Ende. Hallo, Schwester. Bist du da, Kleine? Hi, Mark. Ich werde, du hörst den Funk ab. Du kennst mich. Versuch zu schlafen. War ein harter Tag. Morgen höre ich mich mal ein bisschen um. Möchte wissen, warum die Cops so schießwütig waren. Ich schaue später vorbei und schmeiß die Pizza nicht weg. Ich mag den Belag etwas reifer. Klar, verstehe. Bis dann, Merk. Schusswechsel. Wiederhole, Schusswechsel. Alle Einheiten sofort nach 56 West Arlen Drive. Seien Sie vorsichtig. Kate. Wo bist du, Kate? Wo bist du? Hey! Merk! Haust du ab? Kling dich ein und überwach mich. Nein, ich will doch noch die Pizza fertig essen. Wieso? Ich frag mich, was die Runner machen, wenn die irgendwann 60 sind. Ich meine, dann ist so ein Sprung aus 20 Metern höher nicht mehr ganz hey, so easy. Wenn du mir erklären willst, wo du bist und was du eigentlich machst, sag Bescheid. Da laufen die Schwester. Nur noch durch Fußgängerzonen. Okay. Ich versuche rauszufinden, was los ist. Kleinen Moment. So, wo müssen wir jetzt hin? Da lang, sage ich jetzt einfach mal. Und ab hier wird meine Erinnerung auch etwas dunkler. Das war übrigens ein Elektrozaun. Nur, dass ihr das wisst.
Pete meint, es gäbe Stress am West Island, bei Popes Haus. Ich schätze, du bist dahin unterwegs, aber sei vorsichtig, keiner weiß, was da vor sich geht. Ja, ja, Baby. Okay, soweit, so gut. Hier durch und gleich kommt ein Fahrstuhl. Du weißt, dass er als Bürgermeister kandidiert hat. Endlich jemand, der hier wirklich was verändern könnte. Ah, keine schönen Videos zum Angucken. Ja, das dachte ich mir schon. Das macht den scheiß Typ weg. Ich dachte, ich muss alte 4 dafür drücken. Oh. Und der ist natürlich sofort da. Boom. Ja, wir fahren einfach hoch und runter. Who cares? Planen Sie dieses Wochenende einen Ausflug zum New Eden Einkaufszentrum? Ja. Dann müssen Sie einfach beim Restaurant The Taste of New Eden halt machen. Oh. Zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder für einen Snack zwischendurch. Da gibt es bestimmt 3 Tage alte Pizza, die ist da schon etwas reifer. Hm. Und wir gucken uns um. Mirror's Edge. Mirror's Edge. Oh. Kate, was machst du denn hier? Ach, das ist meine Schwester, die ist Polizist. Nein! Erkennst du ihn nicht? Sollte ich? Das ist Robert. Robert Pope. Oh. Freund von Dad. Shit, der Pope? Er hat mich angerufen. Ihm wurde ins Bein geschossen, habt ihr das gesehen? Bei ihm wurde eingebrochen letzte Woche. Er ist im Wahlkampf. Liest du denn keine Zeitungen? Das sind doch keine Zeitungen mehr. Das ist Werbung. Er wollte Bürgermeister werden. Wollte. Er hat ihn der Einbruch wohl ziemlich mitgenommen. Das habe ich auch gedacht. Aber es war seltsam. Er hat mir von dem Einbruch erzählt, mich gebeten vorbeizukommen. Und der war selber. Wirklich? Ich habe ihn mindestens 10 Jahre nicht mehr gesehen. Wie auch immer. Er war am Leben, als ich hier ankam. Saß an seinem Tisch und hat geschrieben. Dann wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, hatte man ihn schon erschossen. Und ich bin sicher mit meiner Waffe. Da war ein Buch auf dem Tisch. Ist ein bisschen angearscht, was? Es war weg. Ich bin überzeugt, dass noch jemand im Gebäude war. Naja, mein Funkgerät liegt im Wagen. Ich hatte nicht mal Zeit, das hier zu melden. Los, komm mit mir. Ich bring dich in Sicherheit. Weglaufen ist keine Lösung. Ich bin nicht wie du. Wenn ich weglaufe, sieht es aus, als wäre ich schuldig. Glaubst du, das war ein Unfall, Kate? In dieser Stadt gibt es keine Unfälle. Jemand wollte ihn loswerden und du sollst dafür bezahlen. Ja, ein Unfall aus Versehen, so einen Kopfschuss zu geben. Ich glaube so. Du hast Kontakte. An der Sache muss mehr dran sein. Er wusste was. Er wollte mir was erzählen. Die Decke sieht aus wie bei Portal. Ich kann mich da hinziehen lassen, Kate. Du weißt, was ich tue. Dieses weiße Ding da. Toll, ich kann nicht. Die Cops kommen, Faith. Vielleicht solltest du dich aus dem Staub machen. Und zwar jetzt. Na gut. Ich versuch's, Kate. Faith, wenn das hier schlecht ausgeht, such Lieutenant Miller, meinen Vorgesetzten. Bring ihm alles, was du findest. Ich mein's ernst, Faith. Denk dran, die spielen nicht sauber. Los, verzieh dich. Jetzt geh. Und Faith. Danke. Halt's mal. Ja, drück noch und küss sie und... Oh, wir müssen los. Wir müssen ins Bett. Ja, ja, ja. Shit! Raus aus dem Gebäude, Faith. Das dachte ich mir schon fast. Nee, ich verlasse das Gebäude nicht, keine Angst. Ich versuche nur hier rauszukommen. Ach, die rücken nicht zurück, sonst... wie sonst immer. Los, los, los! Alter, was war hier gerade verbuggt? Raus da, Faith. Lex. Lex. Durch die Buchhaltung. Alter, wieso leckt denn das gerade so? Was geht denn hier? So kann kein Mensch spielen. Wie viel FPS habe ich denn? Muss mal ganz kurz unterbrechen, vielleicht geht's dann. So, wir sind jetzt gerade wieder im Fahrstuhl, sollten gleich oben ankommen. Dann werden wir das jetzt mal unterbrechen. Und schauen, dass es jetzt nicht mehr so leckt, ansonsten muss es ja im Spiel liegen, weil hier habe ich meine 50, 60 FPS, hier ist alles easy. Bin ich ja mal gespannt. Das Wort rückt vor, Faith. Nein, natürlich auch. Und wieder. Was ist denn das? Das ist nur diese eine Stelle, die so extrem lockt. Lockt, ja. Und dann muss ich jetzt einen Umweg nehmen, tut mir leid. Mit den Lags kann ich hier gar nichts machen. Beziehungsweise nicht Lags, sondern FPS-Probleme. Und ich habe das auch ohne Aufnahme probiert, das ist genauso schlimm. Mit die Buchhaltung müsstest du rauskommen. Ich hatte damals einen richtigen Scheißrechner, da ging es auch und da ging es besser. Unglaublich.
Alter, das ist unhöflich, einfach zu schießen. Jetzt halt doch mal die Fresse hin. Ach, mit den FPS kann man doch auch nicht spielen. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Okay, selbst jetzt bin ich gerade bei 14. Ich weiß ja nicht, was los ist. Ich hoffe, das wird dann halt später wieder besser. Und 20. So, jetzt sind wir gleich wieder bei 2. 10. Zum Glück ist das kein Spiel, wo es auf FPS ankommt. Das wäre jetzt zu blöd gewesen. Durch die Buchhaltung müsstest du rauskommen. Ach ja, wie sowas nervt. Könnt ihr euch ja nicht vorstellen. Natürlich. Ich habe wieder 20. Alter, jetzt mach doch mal hin. Ist ja nicht so, dass uns 20 Polizisten im Nacken hängen. Mann, Mann, Mann. Jetzt habe ich wieder 50. Das scheint wirklich nur dieses eine Gebiet da gewesen zu sein. Sehr lustig. Gefällt mir auch nicht. Geben Sie auf. Ja. Selbst wenn ich mich ergeben würde, werde ich ja trotzdem noch auf mich schießen, aber ich gebe auf. Alles klar. Das ist übrigens der Heli, der da unten schießt. So, jetzt muss ich den Sprung einigermaßen gut hinkriegen, das reicht schon. Naja, es war einigermaßen, das reicht auch. So, jetzt haben wir natürlich wieder eine FPS, die nicht erwähnenswert ist. Das ist ganz viel. Unglaublich. So, jetzt hätte man sich noch merken müssen. Na ja. Dann geht's halt hier. Ah, oh, der meint das doch nicht ernst. Ah, da ging schon mal nicht lang, habe ich gerade bemerkt. Ich glaube, der hätte ich links gemusst. Ja, ihr schießt auf mich nicht, ich soll keine Bewegung machen. Da Genie, echt. Geh, kack. Das sieht doch schon besser aus. Ja, stimmt, falsche Taste. Ich bin gerade noch etwas überfordert, weil ich mich gerade noch wegen den FPS aufwege. Aber nein, kann man jetzt auch nichts machen. Alter, mach mich nicht nervös. So schon schlimm genug hier. Ich verkacke auch gerade jeden Sprung. Ja, und du musst vielleicht auch hoch. Naja, Glückwunsch. Diesen scheiß Runner, die brauchen eine halbe Stunde, um so eine Minikante hochzukommen. Ich glaub's auch. Ja, schon wieder. Ich glaub's auch. Ja. Spezialkräfte will ich dazu noch mal sagen. Hier sind wir nämlich gerade am Gang. Die haben wir gerade am Gang. Wie auch immer.
Okay, du kannst durchatmen. Ja, mach ich. Ich glaub nicht, dass es Pope erwischt hat. Diese verdammte Stadt. Diese verdammte Stadt. Du hast dir in ein Wespennest gestochen. Nimm die Brücke über die Straße und lauf zur Centurion Plaza. Hier ist City Eye News mit einer Eilmeldung. Der Anwalt und Kandidat für das Bürgermeisteramt, Robert Pope, wurde in seinem Büro am West Island Drive tot aufgefunden. Bestätigten Berichten zufolge erlag er den Verletzungen aus einer einzelnen, präzise zugefügten Schusswunde am Kopf. Wir das hätte ich dir auch sagen können. Ich habe jetzt gerade irgendwie... Ich hab hier Seifenwagen auf dem Weg. Keine Ahnung. Du hast nicht mehr viel Zeit. Aber das sieht doch schon mal... Ja, vielversprechend aus. Jetzt rechts und... Bisschen springen. Ich glaube, immer wenn diese Glasdinger kommen, habe ich ein Problem mit dem FPS. Kann das sein? Ja. Sehr nice. Hier ist City Eye News mit einer Eilmeldung. Der Anwalt und Kandidat für das Bürgermeisteramt. Also am PC kann es nicht liegen. Ich hatte das damals auf meinem Drecks-PC. Der schon 30 Jahre alt ist und das lief super. Ich glaube, das ist einfach schlecht auf Windows 7 oder so importiert. Ja, es tut mir gerade wirklich mega leid, aber ich kann echt nicht viel machen. Dass es dann später besser wird von den Glasscheiben her, wenn es jetzt am Glas liegt. Weil das ist ja wirklich unspielbar. 6 FPS. Egal ob mit oder ohne Aufnahme, das ist natürlich jetzt echt schade. 4, es wird immer besser. Vielleicht sind wir bei 1 oder was. Nächstes Mal sogar wieder bei... Oh, jetzt haben wir es. Ja, es ist keine Ahnung, was das hier ist. Egal was hinter dir ist, lauf einfach weiter. Jetzt geht's für mich wieder. Wie ihr vielleicht bemerkt habt. Auf der Plaza müsst ihr dein Auto auf die Bahnüberführung geben. Creek kommt auf die andere Seite und holt dich raus. Ja, Creek, dann komm und rette mir. Los, Creek, los. Kopf voraus, Kleiner, und du bist guter Polizist. Der schießt bestimmt auch wie so ein Profi. Dachte ich mir doch. Weiter bis zur Bahnüberführung, das ist der einzige Weg. Wirklich? Oder hast du mir das nochmal gesagt, dass ich jetzt echt vergessen? Ehrlich, da könnten sie auch ein 5-jähriges Kind hinstellen. Ja, gib mir Creek. Und das schießen lassen, das würde genauso oft treffen. Schöne Sequenz. Ja, also ich entschuldige mich für die FPS-Probleme, aber das scheint wenig an meinem PC zu liegen. Ihr habt ja gerade oben links auch die... Ja, ich bin okay, mein. Die FPS gesehen, also es ging von auf 4 runter, so ist es halt wirklich fast unspielbar. Und hier habe ich jetzt wieder 50. Vielleicht auch, weil wenn zu viele Personen sind.